Die Firma Heidel hier in Reiersberg im schönen Innviertel wurde 2009 gegründet. Die Firma Heidel ist ein traditionelles Familienunternehmen mit Stammsitz in Rörmbach, nähe Passau. Das gesamte Unternehmen hat ca. 250 Mitarbeiter. Hier in Reiersberg haben wir aktuell ca. 100 Mitarbeiter. Wir haben zwei Geschäftsfelder. Das ist zum einen, wir bedienen den Fachhandel. Und zum zweiten, und das kommt aus der Firma Lederbauer heraus, wir bedienen das Objektgeschäft. Hier am Standort pflegte man immer schon qualitativ eine sehr hochwertige Oberfläche. Wir für uns haben gesagt, wir möchten diesen klassischen Next-Level-Schritt gehen und möchten von einer Zweifachbeschichtung auf eine Dreifachbeschichtung gehen, weil wir auch davon überzeugt sind, in dem Zuge der Nachhaltigkeit und der Qualitätsoffensive mit diesem Schritt einer Dreifachbeschichtung die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Lackierung startet mit dem Aufhängen der Fenster. Dazu werden die Haken an den Fenstern befestigt. Wir haben eine Hub-Senk-Station, die herunterfährt und die Fenster können dann einfach in der Traverse eingehängt werden. Und nun startet der Beschichtungsprozess für diese Traverse. Im ersten Beschichtungsschritt werden die Fenster in zwei Flutanlagen grundiert. Dabei haben wir eine Flutanlage für unterschiedliche Lasurtöne im Einsatz und eine Flutanlage für weiße Grundierung im Einsatz. Die Anlage für unterschiedliche Lasurtöne ist mit einem automatischen Farbwechsel ausgestattet. Die Traversen fahren gerade durch die Flutanlage und werden am Auslauf des Fluttunnels automatisch schräg gestellt. Mit dem Ziel, dass überschüssiges Material auf den Werkstücken optimal ablaufen kann. Diese Flutanlage für den Flutfüller wurde im Rahmen der Anlagenerweiterung im Sommer 2019 installiert, stellt eine Flutanlage Flokomat der modernen Bauart dar mit verdeckten Schlauchleitungen, ist aber von Prinzip her identisch mit der bereits in 2009 gelieferten Flutanlagentechnik. Ja, wie gesagt, jetzt ist es so, das läuft schon die Anlage schon ein bisschen, jetzt haben wir es schon ein bisschen im Griff. Das ist so, wenn ein normaler Arbeitstag ist von 7 bis 16.30 Uhr, dann schaffen wir, wenn es eine Farbe ist, 152 Traversen in einem Tag. Ne? Oder am nächsten Tag, wenn mehrere Farben sind, 124 dann. Oder auch einen Tag drauf wieder, die 151 Traversen. Die gefüllerten Fenster werden nach dem Abtropfen direkt in einen forcierten Halogentrockner weitergeführt. Die Halogentrocknung ist ein innovatives Trocknungsverfahren, das mittels Lichtstrahlen eine schonende Trocknung der Werkstücke ermöglicht. Der Vorteil ist, dass der Trockner nur für wenige Traversen ausgestaltet werden muss und somit auch als Nachrüstsatz hier in der Anlage installiert werden konnte. Der Beschichtungsprozess bei der Firma Heidel sieht es vor, dass nach dem zweiten Flutvorgang die getrockneten Teile im hängenden Zustand geschliffen werden. Die Deckbeschichtung der gefluteten und geschliffenen Fensterelemente erfolgt in einer Automatik-Spritzkabine mit Elektrostatik. Dabei haben wir für die Rückgewinnung eine Prolack-Lack-Rückgewinnungssäule im Einsatz. Im Sinne eines optimalen Materialflusses werden die fertig lackierten Teile hängend direkt in die Halle der Endfertigung weitergefördert, sodass das lästige Stellen auf Wagen und Verschieben von Halle zu Halle komplett entfällt. Es hört sich so an, als wären wir zufrieden wären. Nein, ich kann das bestätigen. Wir sind zufrieden. Es ist toll, wenn es solche Firmen gibt. Für uns ein absoluter Gewinn, weil auch nach dieser Phase des Umbaus ist ja der Kontakt ja nicht komplett abgebrochen, sondern wir sind ja nach wie vor in Kontakt und man bespricht auch mit uns das eine oder andere, was man dann so vorhat oder was man auch als Überlegung hat. Und auch da freut es uns, wenn wir unser Wissen an die Firma Range & Heine in bestimmten Bereichen weitergeben können.